Ja, und damit herzlich willkommen zum FIFA 16 Orakel zusammen mit Grants. Moin Moin! Und wir spielen Stuttgart gegen Ingolstadt. Yay! Stuttgart Tabellenletzter. Yay! Aber ich habe ja auch gestern mit HSV gewonnen, Leute. Wie kann man den auf die Bank setzen? Du spielst, Junge. Ach nee, das ist Ingolstadt. Ich dachte jetzt, das wäre Darmstadt. Wieso meinst du? Ja, weil ich die Spieler gesucht habe. Achso, wen hast du gesucht? Hier, wie heißt er noch von oben? Strohengel. Ach, den Strohengel. Denkst du, wieso sitzt er auf der Bank? Hä, wieso spielt er nicht mit? Hä, wurde er gefeuert? Ja. Oh, der Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider. Boah. Wer kennt ihn nicht, Leute? Der ist bekannt dafür, dass er gerne gelbe Karten verteilt in der ersten Halbzeit. Dass er gerne durch Wasser schneidet. Wen habe ich im Tor nochmal? Ulreich? Nee, das ist schon lange her. Wen dann? Also Ulreich ist zweiter Keeper bei Bayern jetzt. Der hat da seinen Rentenvertrag. Oh, okay. Das sei ja auch das Beste, was dir passieren kann. So wie Rensing. Da musst du doch nie arbeiten in seinem Leben, ey. So wie wer? Michael Rensing. Ja, okay, der hat nochmal bei Köln gespielt, aber... Ich weiß nicht, wen hast du denn im Tor? Kann man das nochmal sehen hier? Heißt der nicht Taipon? Achso, jetzt gleich sieht man das eigentlich nochmal. Ah, okay. Spielen wir gleich jetzt mal zu ihm. Ja, kannst du sehen. Wenn der jetzt reingeht, ne? Titan, okay. Ja, kannst du zurückhaben. Von Dortmund haben die eigentlich Lengerack auch. Er ist aber verletzt jetzt. Ah, okay. Und Ingolstadt, kann man sagen, hat noch kein Auswärtsspiel verloren. Boah! Das ist doch die gelbe, wie wir es gesagt haben. Nee. Wer aber verdient schon. Nee, also nach dem letzten Spiel, wo es keine Karten gab, wo Holtby echt jede Karte verdient hätte. Holtby war echt schon... Das war nicht mehr knapp dran, das war eigentlich schon drüber, ey. Der war richtig Larsch, der Schiri. Oh Gott, wieso denn in den Rücken? Özkan. Der ist irgendwie 48 oder so. Echt? Nee, der ist, was ist er, 41, 40, 39? Krass. Irgendwie sowas. 42? Der ist auf jeden Fall ziemlich alt bei Ingolstadt. Schön, schön! Da mache ich auch mal eine schöne Kombination, dann werde ich wieder nicht belohnt. Ne? Da müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ich wieder meinen alten Fußball spiele. So, nicht Kobo. Oh! Der Titan! Der Titan! Ach ne, das war jemand anders. Da hättest du noch weiter rennen sollen. Ne, war schon gut so. Echt? Ja. Was ist denn los hier? Oh. Penal. Ja, was machst du jetzt? Okay. Das ist eine Option, gebe ich zu. Was passiert jetzt? Und... Oh! Wer 2 cm größer? Oh! Meine Güte. Was hatte ich... Der liegt da noch. Gestern wurde ja bekannt, dass der Playboy ab März keine Nacktbilder mehr macht. Ja, aber nur in Amerika. Keine Sorge, Gruppe. Achso. Ich kann sagen. Du wolltest schon dein Abo kündigen? Hab schon. Muss ich wieder neu machen. Nee, und da hatte ich gelesen, dass der Playboy das ja macht, weil die Konkurrenz im Internet ja so groß ist für Nacktbilder. Sagen die ja. Und VfB Stuttgart hat jetzt ja auch beschlossen, weil die Konkurrenz in der Bundesliga so groß ist, mit Tore schießen, stellen sie das halt ein.
Nein! Hartmann! Ah, mach doch Bauchklatsch, ey. Mach doch mal den Baumfall, oder weißt du, den... Den nassen Sack. Den nassen Sack. Oh Mann, ey, aber wieder ein tödlicher Pass von Goro, ey. Die sind gefährlich, ne? Wir müssten mal... Jetzt hier so off-topic... So ein Zuschauerturm hier machen. 2 gegen 2 halt. Weißt du, wo wir zwei dann gegen Zuschauer kämpfen. So was geht? Ja, klar. So was geht. Ich wusste überhaupt nicht, dass überhaupt mehrere Leute einen in einem Spiel mitmachen können. Achso, doch. Das heißt, wenn du jetzt passen würdest, dann wäre ich jetzt dran. Achso. Dann muss ich zu dir, dann bist du dran. Wäre lustig eigentlich mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn wir uns zugucken. Was aber mit welchen Mannschaften? Ja gut, das kannst du ja dann vorher, kannst du auslosen. Boah. Typischer Goro will er wieder mich umtreten, ne? Erlaub. So Leute, wir haben ja eben gelernt, wie wir vernünftige Ecken reinzirkeln. Oh! Ey, steht der Bob da auf der Linie und campt, ey. Ich hab aber echt gedacht, er geht rein, ne? Ich auch. Hättest du auch verdient gehabt, war eine gute Ecke. Nein, in der Mitte geht doch einer, trittet den um oder deckt den oder so. Oh. Scheiße, die Stuttgarter kriegen gerade gar nichts auf die Kette, ne? Die spielen wie in echt, ey. Ist doch realistisch. Oh, Maxim ist so der Geilste. Der hat den geilsten Schuss, ey. Aber er... Ja, sicher. Gelb für dich, ey. Nein. Was, wirklich? Oh, geh weg, Schiedsrichter. Guck meinen Typen nicht so an. Rot. Seredai. Sieht immer so befremdlich aus, so, afroamerikanische Hautfarbe. Ach so, mit und blonde Haare. Ja. Hättest du nicht machen sollen, den zweiten Haken, hättest du durchgehen sollen. Ja, aber da hättest du mich, glaube ich, dann vom Ball getrennt. Weil da stand doch einer von dir. Ja, ich glaube, da, wenn wir da zum Schuss gekommen, hättest du bessere Chancen gehabt als das so. Aber ich mache eh immer einen Haken zu viel, leider. Wow, wow, chill mal. Ey, das ist nicht dein Ernst. Da wird er nochmal gefährlich durch dich. Ich habe jetzt Lust auf Salzstangen gerade. Warum das? Keine Ahnung. Das sind so die geheimen Lüste, die ich habe. Oh. Komm, der ist auch noch heiß. Oh. Stuttgart, aufwachen. Ist gleich Halbzeit. Kannst du in der Halbzeit nochmal richtig den Kopf polieren. Ach, brauche ich gar nicht. Die machen jetzt mal eine Bude und dann ist gut. Oh, das ist nicht wahr. Das sind so diese Dinger, damit rechnest du nicht, dass du die auf einmal am Fuß hast, ey. Oh, Maxi, was? Was denn? Alles regelkonform. Lecky. Lecky. Das ist ja wohl lächerlich! Oh! Ich dachte, der geht rein, ey. So ein Kackding wieder, ne? Ja. Noch eine Ecke. Pfeif doch einfach. Alle springen wieder daneben, außer Lecky. Lecky, Lecky ist zur Stelle, wenn's mal trocken ist. Was ist? Ey, komm, da war ich gerade im Angriff. 1-0 zur Pause. Ja, die Stuttgarter, die spielen halt echt wie. Boah, sonst das haben wir auch lange nicht erlebt, dass ich mehr Schüsse aufs Tor als du. Was mache ich denn jetzt? Wechselst du? Ja.
Ist das so die Goro-Weite? Ja, ja, ist doch wahr. Wieso bin ich denn jetzt so wie du? Wieso bin ich denn so wie du? Du sollst nach da oben passen. Wozu drücke ich denn nach oben? Oh Mann. Los, grätsch Lecky um. Oh yeah, wenn du die Flanke schon nicht reinbringst, komm, dann bring ich sie rein. Einer muss es ja tun. Leicht angefressen gerade. Ja, weil was machen die Stuttgarter denn? Boah! Komm schon, Ausgleich jetzt mal. No, oh, der Ötschkan, ey, was hält der denn? Wie hat er den denn gekriegt? Katze. War eine alte, aber. Aber immer noch genug Leben. Oh, jetzt aber, komm! Kam er nicht mehr ran. Wobei, einen hat er gehalten. Und check. Spielst wieder mit Cheats, ne? Der ist auch verletzt. Woher weiß ich, wer alles verletzt ist? Aber schön durchgesteckt. Da. Aber dass er den noch gekriegt hat, ey. Respekt. Den zweiten hätte er fast auch noch gekriegt. Oh. Oh, Hanik. Ötschkan. Oh, das ist sogar sehr gut gewesen. Oh, shit, da will ich zu viel. Oh! Mich da gefault gerade? Wer, ich? Nein. Ja. Nein. Da schon wieder. Wo? Ich glaube, für das eine Ding kriege ich noch eine gelbe. Ja, ich glaube auch nachträglich gibt's immer. Nachträglich alles Gute. Oh! Geiles Passding, was wir hier gerade machen. Richtig low. Oh ja, low. Und. Oh, lass ihn doch durch. Lass ihn doch zur Ecke rollen. Och Mann. Spielverderber. Ganz schön viel hin und her für meinen Geschmack. Ja. Oh. Da will er mir das Ding schenken und ich will das auch gerne nehmen. Oh, voll auf die Fresse gelegt. Oh. Stuttgart. Oh, voll Mann. Du hast den auch umgehauen. Hab ihn auch mit fairen Mitteln aus dem Spiel genommen. Einfach in den Magen geschossen. Oha, Stuttgart, ey. Wer hätte damit gerechnet, Freunde? Ich nicht. Ich schon. Abseits aber 100 Meter drauf, ey. Ach, komm schon, Mann. Darfst das nicht an dich ranlassen, Go. Einfach weitermachen. Oh, jetzt flipp ich jetzt mal auf. Jetzt weiß man, wie das ist, wenn man immer umgefault wird von seinem anderen Spieler. Du spielst wie ich, ey. Ja, eben, siehst du. Lauf! Nein, nicht ins Auge! Oh, der wäre drin gewesen.
Alecki, warum ist er so schnell? Der flutscht ja richtig durch. Warum kann er sich denn nicht richtig hinlegen da? Was? Abseits. Nee. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, weißt du doch. Sag meiner Freundin auch immer, wenn sie fragt, was ist denn Abseits? Wenn der pfeift und sagt, es ist Abseits, dann ist es Abseits. Es gibt da eigentlich auch eine Regel für, aber eigentlich ist die irrelevant. Spielen Frauen nicht mehr. Außerdem beim Frauenfußball, wie gesagt, ist er eh. Gibt aber noch Freistoß, glaube ich. Aber rot auf jeden Fall für dich, ey. Rot? Gelb. Naja, komm. Sehr latscht der Wasserschneider, sehr latscht. Hast du deine Gelbe eigentlich gekriegt? Maxim macht den ein, der ist gut. Oh, Maxim ist schon ein guter Spieler. Komm, jetzt macht das 3-1, dann ist der, ist ja auch Ruhe im Puff. Ja, Goro, der Ball ist da. Wo willst du denn hin, ey? Oh. Das ist nicht wahr, oder? Lecky geht hier nicht durch. Lecky geht hier nicht durch. Ich hab nur noch auf dem Radar gesehen, dass da noch irgend so eine blaue Kugel angerannt kam. Dachte ich, komm raus damit, ey. Die hab ich auch gesehen, das war ja. Ah, hier sehen wir nochmal hier das 1. Warum muss ich mir den Oh nein, den kriegt er. Gut geklärt, sagt er. Sehr gut geklärt. Klatscht die denn noch ab, ey? Hätte ich ja auf die Fresse gehauen, wenn er so geklärt hätte, ey. Oh. Ich möchte jetzt auch mal Elfmeter-Joker ziehen. Ich möchte jetzt aber das 3-1 machen eigentlich. Danke, dass du mir den nicht gegönnt hast. Oh, Maxim. Maxim soll auch mal so einen Distanzschuss machen wie letztens im Ultimate Team. Ey, du hast meinen zum Fall gebracht. Ich hasse das, ey. Ich glaube aber nicht, dass Stuttgart zu hoch ist. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass Stuttgart gewinnt. Glaube ich auch nicht. Ich glaube unentschieden. 1-1. Da ist der Abpfiff! Wieder ein 3-2-1 da! Ich dachte, warum ist es eigentlich so, dass ich immer 1-0 führe und dann doch noch. Du fühlst dich dann zu sicher, glaube ich. Nee, ich versuche ja dann immer noch was zu machen nach vorne, aber. Nee, ich denke, Stuttgart wird verlieren. 2-0 oder so. 2-0? Ja, doch, ich glaube schon. Okay. Was glaubst du? Ich glaube 1-1. Okay. Was glaubt ihr, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Und ja, wir machen noch ein Spiel heute. Extra für Goro bei. Ja, aber kein Bundesligaspiel. Aber wir sehen uns trotzdem das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.